Du, was machst du? Gebärdensprachdolmetscherin? Warte mal, das muss mein Hirn kurz verarbeiten. Also, wo arbeitest du, dass es legitim ist, taubstumm zu sein? Das ist eine Beleidigung? Taubstumm ist eine Beleidigung? Ey, wenn jetzt noch rauskommt, dass Neger auch eine Beleidigung ist, dann rass ich richtig aus, ja? Das war's, Digga. Nee, aber wirklich taubstumm ist eine Beleidigung? Ich dachte, das wäre einfach ein Daseinszustand. Wie nennt man das heute? Ach, nee, warte mal, was? Die sind nicht stumm. Die sind nur taub. Die hören nichts, ja? Aber auch die, die es nicht machen, haben ja dann die Gebärdensprache als ihre Sprache. Krass, ich glaube, ich werde trotzdem weiterhin taubstumm sagen. Aber gut, was ist mit jemandem, der die Gebärdensprache noch nicht gelernt hat? Was ist der dann? Nur für mein Verständnis. Ich will jetzt gar nicht so unsensibel oder wie ein Assi rüberkommen, so wie die letzten 2 Stunden. Aber ich bin gerade echt nur interessiert. Also, wenn jemand aufwächst und der kann seit dem Erkenntnis nichts hören. Also angenommen, der ist jetzt 10 oder 12 und aus irgendeinem Grund kann der nicht, also sich nicht ausdrücken und er kann aber auch die Gebärdensprache nicht. Ist er dann nicht taubstumm? Nee, wirklich auch. Okay. Ach so. Na, das ist sehr viel besser, Leute. Wir haben das Problem gelöst. Einfach so, Digga, du bist nicht taubstumm, du bist einfach nur eine richtig arme Sau, Alter. Das ist so.